So, ihr Schuschen, so nicht mal einen Teller vor der Tür. Aber jetzt habe ich ja alles noch hier vorbereitet. Und ich mache meine erste Kochsendung. Zack, zack, zack. Für euch jetzt zum Nikolaus. Tja, ich erinnere mich an den ersten Mal an Nikolaus, weil als damals im Freitag, da war die Nine beim ersten Nikolaus, das Vierjährige. Nikolaus, Nikolaus, hat sie in den Nebel da rein. Das war so süß. Ja, das war das. Es kam dann der Nikolaus, nämlich der Obi, weil der Obi immer Nikolaus gemacht hat. Als er dann natürlich gefragt hat, ob andere Nikolaus für ihn machen würden, waren ja wenige Leute da, aber er war immer da. Ja. Okay, so, es geht nämlich um diesen Haferntrink, aber das nehme ich normalerweise nicht, ich nehme meine 7 Körner jetzt hier, hat sich so ergeben, über die letzten Monate. Zum Frühstück jetzt inzwischen nehme ich so eine, das Haferntrink-Video schicke ich euch. Aber da bei den Nikolaus-Dinger sind alle gute Sachen drin, genau. So, also, es fängt an mit, ach ja, hier mache ich jetzt den Haferntrink-Teil. Nehme ich den Apfel, was ich schon vorgeschnitten habe. Oh, lecker Zimt dazu, aus irgendwelchem Grund, was gesund ist. Ohne Zucker, Anna. Lecker. Ich habe keine Zitronen mehr, so habe ich da einen Grapefruit genommen. Ja, das ist einfach so. Geht immer was schief. Zack. Tja. Und dann, oh, die kernige Haferflocken. Als erstes noch dazu. Zack. Daneben. Das ist schwerer als was man denkt. Ja, so, das mache ich aber jetzt in der Mixer fertig. Wie das funktioniert. Ah. Weil ihr das jetzt habt, nämlich den Haferdrink dazu, um das dann sozusagen einen schönen Drink zu machen. Oder Haferjoghurt. So, und das habe ich nämlich hier. Und was ich mache, ich mache meine Joghurt-Müsli. Na? So, da rein. Lecker. Und dann mache ich meine Hirseflocken. Gell? Hirsebrei. Ja, das ist, glaube ich, Haferkleie oder dicke Kleie, ja, weiß ich nicht mehr. Okay, aber lecker offensichtlich. Ich mache meine ungeschwefelte Aprikose dazu und meine kleinen Früchte jetzt hier. Lassen Sie, die sind die Kultur. Ja, lecker. So, oh, Kürbiskerne, oh, wie der Darm sich freut. Tja. Und dann haben wir jetzt den Sonnenblumenkernen, die Leimsamen-Dinger, diese nach diese Noah-Dinger. Und das war's dann. Dann habe ich alles hier rein. Dann mache ich meine leckere Sache dazu. Meine Version. Wie gesagt, normalerweise nehme ich eine halbe Zitrone. Bin gespannt, ob das Video überhaupt läuft, aber das macht nichts. Ja. Oh, lecker. Und dann die Flüssigkeit. Also ja, gut schütten, gell? Also das. So. Und das ist süß genug für dich, Anne. Und lecker. So, so war's. Meine erste Kochsendung. Ich freue mich auf mein Frühstück. Ich wünsche euch einen schönen Nikolausi. Ah ja, okay. Und jetzt.